Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Aufnahme. Jawohl, zur nächsten Folge des Stardew Valley. Es geht gleich weiter mit uns. Wir wollen einmal weitermachen. Halt ganz vor. Was habe ich denn heute? Ganz kurz. Gefallen, das Feld hier ist Schwachsinn. Stimmt. Ich hätte lieber was anderes kaufen sollen, aber wir lernen ja noch. Also was lernt man ja? Naja. Gut, wir haben noch 153 und wir müssen gleich nochmal zu Dings, zu Pierre, aber nicht um 6.40 Uhr. Das ist Unsinn. Heu haben wir noch genug. Ist hier hin noch irgendwas? War das nicht mal. Das sieht aus wie ein Gewächshaus oder sowas. Ist mir mittlerweile mal aufgefallen. Hier waren wir auch schon drin. Der Silo steht hier. Naja. Latten. Ja, wenn du mit einem anderen Programm auf, momentan, weil die Jockey mir ausfällt, kann ich mit einem anderen Programm aufnehmen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber gut. Und wir müssen noch Plunder verkaufen. Das müssen wir noch. Hier ist noch Quarz. Ich weiß nur nicht, ob wir das noch brauchen. Oh. Wir behalten mal 5. Und verkaufen mal diesen ganzen, behalten wir ein, Klumpatsch. Das werden wir noch brauchen, das behalten wir. Die Crab kann auch weg. Die behalten wir auch noch. Oder? Ach, weg damit, egal. Wir gehen mal aufs Internet, die goldene, die zwei haben wir auch weg. Jawohl. Und ich glaube, dann können wir das alles verkaufen. Wir können das alles nicht so verkaufen. Ich glaube, wir müssen noch einiges hier verkaufen. So, das haben wir alles weg. Ich schaue nochmal in die andere Kiste, was wir hier noch drin haben. 37 Steine. Eigentlich können wir ein paar Steine könnten auch mal verkaufen. Wir haben noch. Achso, ich dachte, das wären die letzten. Die kann auch mal weg. Hardwood behalten wir noch, brauchen wir bestimmt noch. Wobei, das können wir, glaube ich, mal verkaufen hier. Das können wir alles nicht mehr gebrauchen. Da dürfen wir morgen an der nächsten Folge schon mal genug Kohle haben, dass wir damit reinhauen. Oh nein, das kann ich nicht verkaufen. Schade. Das brauchen wir ja noch, wird mir erzählt. Ich hoffe, das stimmt auch, aber ich glaube schon. Was machen wir heute? Ich glaube, wir gehen heute nochmal in die Mine. In eine Mine, ne? Wisst ihr Bescheid? Und was brauchen wir dafür nicht? Das brauchen wir nicht. Das nicht. Das brauchen wir wiederum. Oh, ich hab's verkauft. Das wäre ärgerlich gewesen. Das ist mir auch hier. Und die Ho, das ist mir auch hier. Und wir müssen noch was zu essen mitnehmen, nämlich unsere Cave Carrots. Das und den Rest nicht, ne? Gut. Dann machen wir uns auf den Weg zu. Halt, wir wollen noch zu Pierre schnell. Und dann gehen wir zur Mine, mein Freund. Ich mach mal kurz den. Tun noch ein bisschen leiser. So würde ich sagen. Ja. Und ja, was ist denn im Moment so los? Ich erzähle mal ein bisschen was über mich jetzt im Moment. Ja. Ne? Im Moment ist gerade auf und ab. Einmal noch. Ich dachte, nach Gesellenprüfung wird ja erstmal ruhiger. Im Moment ist ein so großes Auf und Ab und hin und her. Alles nicht so einfach, Freunde. Aber das macht mir gar nichts. Denn wir haben ja genug zu tun. So. Red Mushroom. War Clint nicht der Schmied? Bei Red Mushroom haben wir doch vorhin gefunden. Also letzte Folge, meine ich. Ja. Ich glaube, wir fangen auch nochmal kurz zwischendurch. Ich glaube, wir fangen mit den Webcam-Aufnahmen, also mit Webcam, also mit Facecam. Glaube ich, machen wir erst wieder, wenn ich eine neue Webcam habe, weil die Welt ist in Ordnung. Also. Naja, sie ist nicht. Sie ist scheiße. Aber sie reicht erstmal, würde ich sagen. Aber, naja. Egal. Ja, haben wir noch Zeit. Ne, deswegen. Ich muss morgen ja kein YouTube-Star werden. Hahaha. Und ja. So, jetzt geht's weiter. Ich habe überlegt. Ich bin letztens zum Ende gegangen, jetzt nochmal ein bisschen Game bezogen. Wen heiraten wir jetzt eigentlich? Ich muss sagen, unser Plan war ja, Bibi zu heiraten. Und der Plan ist gut.
Der Plan ist gut, kann man nichts sagen. Allerdings bin ich auch überlegen, ob wir Abby, hier Abigail nehmen, seine Tochter hier. Die ist auch irgendwie cool. Ich das jetzt mal überlesen. Pepper Seeds, glaube ich, sollten wir noch kaufen. Ich glaube, die kaufen wir aber morgen. Ich meine, das war Pepper Seeds. Gut, Pepper Seeds, alles klar. Da wissen wir schon mal Bescheid. So, Pepper Seeds, gut. Wir machen noch schnell zu Clint einmal. Ich meine, das war der Schmied, oder? Oder? Ja, das müsste der Schmied sein. So, wie gesagt, ich bin überlegen. Abigail oder unsere werte Bibi? Die ja eigentlich Haley heißt, ich weiß, aber ich nenne sie Bibi. Und ich oder diese Containertante, kann man die eigentlich heiraten? Geht das? Single Gas geht alles nicht. Penny geht. Abigail geht. Nee, Pam geht nicht. Pam geht nicht. Elliot auch noch? Oh Gott. Wer ist das eigentlich? Wer ist das? Oder Lea. Wobei Lea ist auch cool. Oder Abigail. Die alte Möchtegern Milf hätte ich jetzt auch geheiratet, aber das geht auch nicht. Und Robin? Oder? Nee, Robin können wir, glaube ich, gar nicht heiraten, oder? Nee, Robin geht nicht. Schade. Haley geht aber. Haley, Penny oder Abigail. Oder die drei. Das ist harte Konkurrenz jetzt. Bin ich echt am Überlegen, wie wir das machen. Kommt zurück, wenn er mit jemand arbeitet. Ja, warum arbeitet denn keiner hier? Ist das nicht Penny? Die steht hier gerade so zufällig, ne? Sie will gleich reingehen. Sie wartet nur kurz noch einen Moment. Wieso ist hier irgendwas? Nö. Wir können morgen aber mal gucken, ob wir unsere, oder wir können nächstes Mal gucken, unsere ganze Sachen, die wir schon gefunden haben. Ja, aber du warst doch der mit dem Red Mushroom. Sehe ich das richtig? Alles klar. Unsere Belohnung. Dann. Okay. Hat sich das da was geändert mit Clint? Nö. Okay, er ist aber nur nett zu uns. Er freut sich einfach nur. Na, egal. Aber in die Minen. Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz husten. Einen Moment, bitte, Leute. Ich muss mir noch wieder so ein. Ich muss mal ein Mischpult anschaffen. Dann kann ich nämlich meine Stimme auf ganz leise drehen. Und dann kann ich nämlich husten und dann hört ihr das nämlich nicht. Habe ich noch nicht. Aber egal. Aber egal. Mache ich noch. Höre ich mich noch drum. Aber wir haben ja auch noch Zeit voll. Ne? Ich meine, also ich sag mal. Darüber können wir heute mal reden. Wie lange braucht man als YouTuber, bis man bekannt ist? Bis man richtiger, bekannter, angesagter YouTuber ist? Wie viele Jahre braucht man da wohl? Diskutiert jetzt mal mit, schreibt das mal, schreibt mal einen Kommentar. Und ich würde jetzt mal sagen, so aus dem Bauch aus würde ich mal sagen, also 3 Jahre schon. Bis du ein richtiger bist. Ich weiß, also tanzverbotmäßig kann man es auch so machen, aber du musst halt schon einigermaßen anerkannt sein. Zumindest unter irgendeiner Gruppe. Ne? Kann man das eigentlich erst. Und toll, das nicht, aber das. Egal. Mach ich wieder. Ich muss jetzt auch noch gehen. Das ist wie immer Stardew Valley. Ich muss gehen. Sag eben 30 bis 35 Mal heute. Schnell weiter. Ein bisschen Ohre. Und hier ist auch noch. Also der Ring, ne? Wie gut, dass wir den gefunden haben, meine Freunde. Der ist so wichtig, würde ich ja immer hier im Dunkeln rumlaufen und so kann ich es einfach so, ne? Muss ich auch keine Fackel haben oder so. Was ist das denn hier? Ich habe das Gefühl. Das ist auch ein normaler Stein. Oh Gott, was waren die Viecher, ne?
Leute. Aua. Stirb. Ach, Monster-Loot nur, okay. Also ich war gerade schon gefragt, was sind hier. Vielleicht nehme ich ja nicht an. Nö. Und wieder Quarz. Und wieder Quarz. Und alles voll hier. Mistviech! Mistviech! Risen! Mistviech! Oh. Das ist ja auch praktisch. Ich überspringe ab und zu mal eine Ebene, weil, ja, ne? Wollen ja ein bisschen vorankommen, meine Freunde, ne? Vielleicht, wir sind jetzt schon bei 34, vielleicht schaffen wir sogar zwei rein. Also bis 40. Das wäre natürlich praktisch. Ich freue mich auf das Pferd, das haben wir ja auch schon gesehen. Also wir haben gesehen, dass man das kaufen kann. Darauf freue ich mich auch. Ich bin echt gespannt, wie sie das machen. Aber die Viecher kriegt man auch nicht tot, oder? Oh, Cave Carrots! Ich habe Angst, dass die Viecher mich angreifen, irgendwie. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir... Aua! Ich glaube, wir dürfen nur nicht im Weg stehen. Lassen Sie uns auch in Ruhe. Stone, Stone... The Order of the Stone! Minecraft Story Mode, hätte ich auch nochmal Bock zu... Vielleicht machen wir das auch nochmal. Weil das wäre schon... Das wäre schon ganz geil. Minecraft Story Mode hätte ich auch Lust. Wie gesagt, hätte ich auch Lust zu. Also Leute, ich habe hier bald jeden Stein abgebaut. Also... Wo ist denn die Leiter? Ach gut, da! Ebene 35. Gut, dann schaffen wir noch 5. Ein bisschen Glück haben. Aber ich möchte einmal kurz eine Cave Carrot essen. So, dann ist Leben schon wieder voll. Haben wir das auch schon wieder geschafft. Dauert das gleich Not. Also da müssen wir jetzt mal kurz gucken. Da muss hier irgendwas Besonderes sein. Nö. Also irgendwie ist hier gar nichts, ne? Nö. Naja, gut. Okay. Gut. 36. Kann es sein, dass es jetzt immer schneller geht? Da ist wieder ein Leiter. Ich will diese verdammte Fackel abbauen. Leiter. Schau ich nicht mehr. So. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nein. Haben wir... Schauen wir mal ins Licht, da ist es einfacher. In die richtige Richtung schlägt. So. Nö. Hier ist auch nichts mehr. Dann können wir gleich wieder 37. Also das läuft hier jetzt. Das ist ja Wahnsinn, Freunde. Oder? Alter, wie viel sollten wir? Ebene 40, ne? Nee, was? Das war doch... Reach Level 40. Ja, das schaffen wir ja. Ach, das ist ja geil. Das wird ja spannend heute. Heute ist eine gute Folge. Das Blöde ist, ich kann heute nicht so viel im Voraus nehmen. Ich würde gerne heute im Voraus nehmen, aber ich kann nicht, weil mein Hals wehtut. Ja. Also, Halsschmerzen aufnehmen, das geht. Also, so eine Folge wie jetzt hier, das geht so. Dann ordentlich vortrinken und ordentlich danach trinken. Dann geht's. Aber ansonsten ist es einfach sowas von ätzend. Und dann ein bisschen Spaß muss halt auch noch machen, ne? Ich meine, das ist immer noch ein Hobby, ne? Ich mache mir gerne Arbeit für sowas. Ich finde das gut. Ich mache das Spaß, das ist toll. Es ist ein wunderschönes Hobby und ich denke auch ein wunderschöner Beruf, aber solange es Hobby ist, bin ich damit auch vollkommen zufrieden. So. Wobei man ja mal sagen muss, also wenn jetzt einer sagen würde, hey, ich könnte jetzt, ne? Wenn jetzt, pass auf, wenn jetzt irgendein YouTuber, ein großer YouTuber mich anfragen würde, ob wir nicht mal ein Feature machen wollen, dann würde ich nicht nee sagen. Also da bin ich ehrlich, ich glaube, dann würde ich nicht nee sagen. Weil,
Es ist erstmal eine ganz andere Dimension dann auf einmal wieder. Oh, nee, ne. Mädels, ich muss mich einmal... Ah, es werden immer mehr, ne? Oh, ist halt so. Meine Güte. Hilfe. Was war da denn los? Ja, wie gesagt, also das wäre, da würde ich glaube ich nicht sagen, komm, sag ich das, kommt hier so ein Nebel. Habe ich die Kohle eingesammelt, ja. Was ist das denn? Ach, es ist wieder auch nur so ein Ding. Okay. Das wäre irgendwas Neues oder Besonderes. Ja. Ich bin ja gespannt. Wie gesagt, also ich glaube, ich würde nicht nee sagen. Also darum mal zurückzukommen. Es wäre sehr schwer, glaube ich, weil man einfach weiß, was... Jeder weiß, was dann passiert. Ne? Ist ja so. Ne, du machst was im Größeren und du bist ja bekannter. Ob du gut bist, da kommen ja keine Abonnenten rüber. Wenn du scheiß Kanal hast. Wenn du gut bist, du wirst halt bekannter und du kriegst ein Publikum, ein viel größeres auf einmal. Du hast nicht nur die Suchanfragen, die dich durch Zufall finden oder in meinem Fall über Tutorials und andere Videos, sondern ja, alle möglichen Leute. Und das ist auch so ein Ding. Ach ja, jetzt muss ich wieder gehen. Heute mal mit Überlänge, ne? Überlänge und die Folge ist auch länger. Habe ich das Viech gerade da. Oh. Du hast mich gerade mit einer Spitzhacke in den Schädel eingeschlagen. Oh, Ebene 40 haben wir gleich, Leute. Ebene 40. Schubidubidu. Eine Slingshot. Welcome to the Slingshot Channel. A Slingshot. Okay. Ich soll die tiefste Ebene der Mine finden? Das könnte vielleicht ein bisschen... Halt jetzt aber schnell nach Hause, Freunde. Es ist ja schon 0 Uhr. Schnell, 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 schnell. Dann können wir noch, wenn wir jetzt noch ganz fix sind, ne? Dann kann ich ja noch schnell... Dings wegbringen. Meine. Kann ich das da, die hier. Die Fledermausflügel, den ganzen Kram, den jetzt bekommen, kann ich ja noch schnell in die Kiste kloppen. Dann haben wir morgen noch, in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr Kohle. Das wäre ganz gut. Ja, ich glaube, das machen wir so. Wir schmeißen jetzt noch schnell was rein und dann. Mal gucken, weil jetzt müsste eh Pause sein. Ne, das ist nicht passiert, verdammt. Weg, 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 weg. Wir hauen mal alles weg, was wir jetzt gefunden haben. Die behalte ich auch nochmal. Wobei... Na gut, so. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Und morgen kaufen wir dann Peppers. Ja, meine Freunde. So, mal gucken, was wir für Sinn bekommen haben. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, da haben wir 2000, da können wir ein bisschen reinhauen. Was bringt denn... 250, die bringen auch nicht. Und die 100 pro Stück. Das ist nicht schlecht. Okay. So, wir sehen uns in der nächsten Folge, Jungs. Haut rein.